willkommen zu einem neuen Video. Und heute werden wir in BitLife eine der härtesten Challenges versuchen. Und zwar wollen wir Yandere Simulator nachstellen. Ich bin gerade dabei, Ayono Aishi, die Hauptprotagonistin, die man spielt, zu erstellen. Und bin jetzt beim Spezialtalent angekommen. Das werden wir uns gleich anschauen. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben und Kommentare sehr freuen. Und über ein Abo natürlich auch. Und es gibt ein paar Regeln. Wenn wir unseren Senpai gefunden haben, dann wir suchen uns selber einen aus, dann werde ich den in-game umbenennen in Senpai und ab dann gilt es daran, den rumzukriegen. Wenn Senpai uns betrügt oder uns verlassen möchte, bedeutet das, wir müssen ihn eliminieren. Alle anderen Frauen, die ihm zu nahe kommen oder Männer, werden ebenfalls eliminiert. Alle Dating-Anfragen, die wir bekommen, müssen wir ablehnen und ich kann euch jetzt schon sagen, jemanden in BitLife zu eliminieren, ist schon extrem hart. Es ist sehr extrem hart, ohne dafür in den Knast zu kommen. Wir dürfen ja nicht gefangen werden. Deswegen lasst uns mal gucken, ob wir es schaffen. Wir gehen direkt zur Spezialfähigkeit über. Definitiv Kriminalität. Unser Aussehen müssen wir auch noch bestimmen. Wir müssen ja aussehen wie Ayano. Was hat eigentlich Ayano für eine Haare? Die hat so graue Augen, ne? So. Okay, und sie hat auf jeden Fall eine helle Haut. Und sie hat auf jeden Fall... Was hat sie eigentlich für Augenbrauen? Ich weiß gar nicht. Lassen wir sie mal so neutral schauen. Nicht so böse so. So, die sieht doch immer so ganz nett aus. Yep. Und natürlich dunkle Haare. Ganz wichtig. Da müssen wir gucken, ob wir so eine ähnliche Frisur finden. Vielleicht irgendwas mit einem Pferdeschwänzle, was so richtig schön unschuldig aussieht. Da war doch gerade was, was mir eigentlich gefallen könnte. Ja, wir kommen... Ja, das nehme ich. Das nehme ich. Das ist so richtig Ayano-Style. Okay, Leute, wir leben in Japan. Ich habe den Ort Tokio gewählt. Vielleicht können wir auch Yokohama. Machen wir mal Yokohama. Und da würde ich sagen, let's go. Ich glaube, da werden wir direkt mit der Todesstrafe bestraft. Ich weiß es gar nicht. Mein Kopf juckt. Aber gucken wir mal. Let's go. So, ich wurde hier geboren. Yokohama, Japan. Bei der Geburt wurde mir das weibliche Geschlecht zugewiesen. Ich bin das Ergebnis eines One-Flight-Stands. Im Mile High Club. Ich habe am 3. Oktober Geburtstag. Mein Sternzeichen ist Waage. Ich heiße Ayono Aishi. Meine Mutter ist 29 Jahre alt. Lebensmittelhändlerin heißt Tsukiko. Mein Vater ist 67 Jahre alt. Börsenmakler im Ruhestand. Und heißt Oda Aishi. Ah, okay. Verstehe. Ich habe eine ältere Schwester namens Tsunade, Alter 4. Okay, wir werden jetzt mal älter und gucken. Erstmal hole ich mir mein Erbstück ab. Was gibt's hier so Feines? Lass mal looken. Was habe ich geerbt? Oh, da, das... Ein Würfel. Toll. Ein Glückswürfel. Das hat sich wirklich sehr gelohnt, Mann. Scheiße. Okay, let's go. Mundgeräusche. Deine Mutter ruft dir mit sanfter Stimme zu. Du hast den Wunsch zu antworten. Du reagierst, Dada sagen, Mama sagen... Wein spucken. Okay, wir sind mal nett. Wir sagen mal Mama. Wir müssen jetzt erstmal normal aufwachsen. Wir sind ja nur ein Psycho, wenn es darum geht, dass uns unser Partner ausgespannt wird. Okay, Alter. Neue Freundschaft. Ein Mädchen namens Asuka möchte sich mit dir anfreunden. Ich brauche keine Freunde. Hochzeit. Deine Eltern haben geheiratet. Sie entscheiden sich, ihre Flitterwochen hier zu verbringen. Edinburgh, Schottland. Ach, geil. Deine Mutter geht mit dir zum Arzt, um dich zu impfen. Na gut, wir müssen versuchen, ruhig zu bleiben. Was steht denn hier eigentlich? In letzter Zeit habe ich immer, wenn mein Vater blutet, angefangen, gackern zu lachen. Warum blutet der Vater denn? Erkältung, du leidest an Erkältung. Oh nein! Okay, lass uns mal älter werden. Grundschule, so, okay. Neue Freundschaft, Himara. Ich brauche keine Freunde. Tod. Dinky! Deine Promenadenmischung Dinky ist im Alter von 11 Jahren gestorben. Er starb eines natürlichen Todes und wurde von Tsunade, deine Schwester, gefunden. Oh nein! Eine neue Freundschaft. Risa Yiroho. Yiroho, komm. Eine Freundin holen wir uns. Die ist hässlicher als wir, stand da. Das heißt, die kann schon mal niemand wegnehmen. Integrität. Du hast beim Spielen den Blumentopf von deinen Eltern kaputt gemacht. Ich war's nicht, weil ich muss jetzt schon lernen, Morde und Taten nicht getan habe, zu vertuschen. Halt mir den Rücken frei. Risa, deine Freundin bittet dich, dass du ihrer Mutter sagst, dass sie den ganzen Morgen mit dir gespielt hat, obwohl das nicht stimmt. Okay. Wir müssen jetzt ja schon so ein bisschen kriminell werden, Leute. Sonst wird es nie was. Erster Kuss. Ein Junge aus deiner Klasse namens Masashi Akeshi möchte dir einen ersten Kuss geben. Aussehen ist nicht so geil, ihn mit Zunge küssen.
Ihn küssen, aber definitiv nicht mit Zunge. Okay, let's go. Das ist jetzt unser neuer Senpai. Du hattest deinen ersten Zungenkuss. Sein Kaugummi ist in deinem Mund gelandet. Okay, dann haben wir also... Wo ist denn der jetzt? Der ist ja gar nicht hier notiert. Wieso ist der Typ, mit dem ich rumgemacht habe, hier nicht unter Beziehungen markiert? Masashi Akeshi. Warum kann ich den hier nicht unter Beziehungen finden, verdammt? Ja, das ist natürlich nicht so geil. Na gut. Ein Ausrutscher. Neue Freundschaft. Tomiko Nishimura. Verrücktheit. Boah, okay. Ja, komm. Aber die sieht sehr gut aus. Ist nicht gut für mich. Familienurlaub. Deine Eltern wollen dich und den Rest der Familie. Schwester zum Budget. Familienausflug Florida Keys mitnehmen. Dankbar sein. Let's go. Yes, war geil. So, oder Aishi, Verstopfung. Dein Vater leidet an Verstopfung. Das sind Dinge, die ich nicht wissen will. Deine Freundin Tomiko möchte, dass ihr beste Freunde werdet. Okay, zustimmen, beste Freunde zu werden. Let's go. Ehrlichkeit in der Prüfung. Amaya aus deiner Klasse sagt dir, dass sie durchfallen wird, wenn du sie in der nächsten Prüfung nicht abschreiben lässt. Sie abschreiben lassen. Wir stecken da zusammen drin. Du hast Ayama beim Schummeln geholfen. Sie hat die Prüfung trotzdem nicht bestanden. Ach du Scheiße, Mann. Okay, jetzt wird's interessant. Schwimmmannschaft. Ja, komm. Wir gehen in die Schwimmmannschaft. Fangen wir an. Okay. Ich muss mein Aussehen boosten. Warum? Okay, wir boosten unser Aussehen. Blähungen. Deine Mutter leidet an Blähungen. Warum weiß ich das immer? Schwimmmannschaft. Hat dich ausgeschlossen. Ach du Scheiße. Ich bin zu schlecht. Wie gemein. Deine Eltern haben ihre Beziehung beendet. Okay. Okay, 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 okay. So, jetzt Obersekundarschule. Du hast den Abschluss in der Tasche. An der Universität bewerben. Wir brauchen ja einen Senpai. Kunstgeschichte. Komm, wir gehen die Strafjustiz, um dann selber Strafen zu betätigen. Okay, let's go. Yo, für Studentenkredit bewerben. Let's go. Das wird sich später auszahlen. Yes, wir wurden aufgenommen. Geil, Leute. So, wir haben eine neue Freundschaft. Ja, nehmen wir mal an. Führerschein absolvieren wir auch noch. Was bedeutet dieses Straßenschild? Krankenhaus voraus, schneller fahren, Kreuzung. Yes, ich habe bestanden. Okay. Meine Mutter heiratet schon wieder. Der 46 Jahre alt und Herr Rekru ist. Okay, dann good luck. So, Stiefvater. Anrede für Stiefvater. Jetzt, da du einen Stiefvater hast, fragst du dich, wie du ihn ansprechen sollst. Papa, Sir, Kumpel. Komm, ist immer nicht so gemein. So. Gut, dann habe ich jetzt auch eine beste Freundin. Und wo bleibt jetzt mein Senpai? Die Ruhe selbst. Du hast Lust, dich zu entspannen, indem du etwas natürliche Ruhe genießt. Was unternimmst du? Sterne gucken. Ich bin jetzt 19 Jahre alt. Wo bleibt mein Senpai? Da! Da ist er doch. Mutshuhiro Toriyama. 28. Ein Farmer namens Mutshuhiro sagt dir, dass er dir gerne seinen Pflug zeigen würde. Ihn flachlegen. Oh Gott, okay, let's go. Aber bitte mit Verhütung, Leute. Safer Sex. Mit Mushio Yoromo wird es langsam richtig heiß und du denkst über Safer Sex nach. Es sieht so aus, als ob bei ihm unter der Gürtellinie einiges los ist. Was machst du? Ihn dazu zwingen, ein Kondom zu verwenden. Definitiv, Mann. Oh yeah. So. Sein Spaß war höher als meiner. Das ist überhaupt nicht gut. Ist er jetzt bei mir drin? Müsste ja eigentlich, ne? Da ist er doch. Stiefbruder. Oh nee, doch nicht zum Glück. Wo ist denn der Typ, mit dem ich jetzt geschnackelt habe? Es kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Typen flach lege und die mir nicht angezeigt werden. Das ist doch auch irgendwo eine Beziehung. So, Risa. Das sind alles meine Freundinnen. Wo ist der Typ? Also, warum wird der mir nicht angezeigt? Da kommt irgendein Typ, den rammel ich, hab ich mit dem nichts mehr zu tun. Verdammt, ich fühle mich benutzt. Einen Job suchen. Nein, ich muss eine höhere Ausbildung suchen. Oh, das habe ich jetzt geskippt, oder? Niederlande hat wirtschaftliche Sanktionen gegen Österreich verhängt. Mein Vater ist tot. Seine Beerdigung planen, komm. Ihn einäschern, ihn ausstopfen will ich. So, es hat ganz schön viel gekostet. Ihn begraben. Ich bin pleite, ich kann nichts machen. Da muss ich seinen Körper an Wissenschaft spenden.
Boah, ich habe 1 Million geerbt, Mann. Und da kommt der nächste, Atsuko Idea. So, mit ihr anfreunden. Okay, ich suche mir jetzt einen Typen, Leute. Das wird sonst nichts. Such uns jetzt unseren Senpai. Sie hat ihn ja immerhin auch selber ausgesucht. So, die große Liebe suchen. Ein Date suchen. Hier, der, boah, der hat ja alles oben. Aus Intelligenz, Geld, Verrücktheit, nach dem Date fragen. Juno und du daten jetzt. Geil. Okay, ich habe endlich einen Freund, Mann. So, den nenne ich jetzt um. So. Okay, let's go. Kann ich den nicht... Ah, genau, ihn bearbeiten. Ich möchte, dass er Senpai heißt. Das reicht schon. Senpai. So, den müssen wir jetzt behalten. Der darf jetzt nicht... Wir machen mal sein Aussehen, bearbeiten wir auch. Wir machen jetzt zu Senpai. So. Augen, ich glaube Senpai. Ja, Senpai war immer so ein Happy-Typ. So, die Haare, die waren eigentlich eher dunkel. Und er hatte... Hat Senpai hat so ein Pony, ne? Ja, Senpai hat ein Pony. Senpai! Wo ist dein Pony? Ich brauche ein Pony. Ja, komm, wir nehmen das. Das kommt doch am nächsten hin. Was hat Senpai eigentlich für Augen? Der hat doch auch so graue Augen irgendwie, gell? Die haben alle so graue Augen. So, okay, Senpai ist fertig. Speichern. So, wir haben jetzt Senpai. So, jetzt muss ich erstmal Senpai behalten. Und mit Senpai jetzt auch erstmal ein Kompliment machen. Senpai hat dich als VIP bezeichnet. So, sehr schön. Ich muss mich jetzt erstmal um Senpai kümmern, weil ich möchte, dass der bleibt. So, alles andere, was jetzt an Freundinnen kommt und Freundschaften, muss ich ablehnen, weil die könnten gefährlich sein für die Beziehung mit meinem Senpai. So, Kompliment machen. Können wir auch noch irgendwie zusammen abhängen. Guck mal, die Beziehung läuft doch gut. Wir gehen zusammen ins Kino. Yes, hat ihn voll Spaß gemacht. Überhaupt nicht. So. Oh mal, Senpai, treulose Person! Ich habe gerade herausgefunden, dass Senpai dein Freund über ein Profil auf Farmers Only verfügt und mit mehreren Frauen Nachrichten ausgetauscht hat. Oh, jetzt muss ich ihn töten. Vergeben und vergessen, jetzt muss ich ihn umbringen. Aber natürlich, mein Schatz, ich werde dir vergeben und es vergessen. Und leider... muss ich dich jetzt umbringen? Oh mein Gott, ey. Aber ich habe ja genug Geld. Das ist sehr gut gelaufen, dass ich so einen reichen Vater hatte. Das heißt, ich kann mir ja jetzt Kriminalität, einen Yakuza leisten, Berufskiller, einen Mord in Auftrag geben, jemanden töten. Wir machen einen Auftragsmord, weil ich bin, wenn ich jetzt morde, ihr wisst, was passiert. So, ich möchte auf jeden Fall meinen Freund töten lassen, Berufskiller suchen, ihn anheuern. Du hast einen Berufskiller namens Fat Tony gefunden, der bereit ist, die Person, dein Freund, abzumurksen. Ja, komm, ihn anheuern. Let's go. Ruf die Bullen. Dein Berufsauskiller Fat Tony ist mit deinem Geld abgehauen, ohne jemand abzumurksen. Scheiße. Oh, fuck. Egal, wir probieren es nochmal. Ich habe so viel Geld. Wir probieren es nochmal. Berufskiller. Nochmal den Freund. Hier, Senpai. Töte ihn! Kein Glück, du hast keinen Berufskiller finden, der sich um Senpai kümmert. Scheiße. Okay, lass nochmal gucken. Kriminalität, was gibt's denn hier noch? Autodiebstahl, Einbruch, Banküberfall, Taschendieb, Mord. Was geht's denn jemanden töten? Das kann ich halt nicht selber machen. Ach, wir probieren es nochmal. Bitte meinen Freund Senpai. Kein Glück. Okay, ist nicht schlimm. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Du leidest an Depressionen. Dann müssen wir das jetzt unbedingt boosten. Wirklich, komme. So, mir geht's wieder gut und wir suchen direkt nochmal einen Auftragskiller. Es kann doch nicht so schwer sein, den umzubringen. So, den Freund bitte. Hier. Okay, ihn anheuern. Let's go. Haben Sie eine Visitenkarte? Der Berufskiller Jabba the Hutt hat die Person, dein Freund, abgemurkst. Tatwaffe, Messer. Ja! Tot! So, zur Beerdigung gehen, weil wir müssen ja alibimäßig machen. Dein Freund Semper ist im Alter von 20 Jahren verstorben. Er wurde ermordet. Zur Beerdigung gehen. Jetzt brauche ich ja wieder einen neuen Senpai. Oh nein, Kaufhaus-Cops. Ayami, deine beste Freundin, hat einen Teilzeitjob beim Sicherheitsdienst von einem Apple Store bekommen und sagt, sie lässt dich nach Ladenschluss rein, damit du dir nehmen kannst, was du willst. Ihr Angebot ablehnen. Ich mache doch jetzt keine. Ich darf jetzt wirklich keine Straftat mehr machen. Ich bin richtig unzufrieden. Ne? Ich werde jetzt krank. Sie ziehen lassen. Ich brauche keine Freunde. So, Freundschaft beendet. Sie ziehen lassen. Meine ganzen Freunde gehen. Was ist denn los mit euch Arschlöchern? Mir geht's nicht gut. Mein Freund wurde ermordet aus unerklärlichen Gründen. Egal, ich brauch die nicht.
So, ich brauche jetzt einen neuen Typen. Fällt mir gerade ein. So, lass mal nochmal jemanden daten. Oh mein Gott, ich bin so ein Psychopath, ey. Es ist wirklich schrecklich, was ich hier gerade tue. So, let's looky looky. Interessiert an Liebe? Nee, nein, er ist nicht mein Typ. Lass mal einen neuen suchen. Interessiert an Liebe? Nach einem Date fragen. Ist halt besonders dumm. Ach komm, er sieht gut aus. So, geil, wir daten jetzt. Okay, geil. Dann lasse ich ihn auch mal zu Senpai um. Senpai 2 nenne ich ihn jetzt. Senpai 2. So, speichern. Und das Aussehen muss aber auch noch angepasst werden. Senpai. So, jetzt würde ich so einen Partner bekommen und sagen, Senpai, du musst dich jetzt aber anpassen. Du musst jetzt auf einmal so und so aussehen. Dein Pony sähe so viel besser aus. Und deine Haare sähen dunkel auch viel besser aus. So, du brauchst auch keine Brille, Senpai. Du brauchst keine Brille. Ich habe gesagt, er braucht wahrscheinlich eine, ne, weil er schlecht sieht. Egal, Senpai, du kriegst einfach eine dunkle Brille. So, Senpai 2 hat sich für mich komplett geändert. Sehr schön. So, Senpai ist 36. Wie alt bin ich eigentlich? Ich muss gleich mal gucken. Wir gehen jetzt erstmal zusammen ins Kino. Let's go. So, 29. Okay, ich muss mal mit Senpai Snusnu machen. Sonst verdrückt er mich gleich wieder. Oh, yeah. Yes, genau, das wollen wir. So. Geheilt. Ich leide nicht mehr an Depressionen. Sehr gut. Der alte Senpai. Oh, du bist schwanger. Wir haben ein Kind, Baby, behalten. Oh, Senpai. Wir haben ein Kind. Gleich nochmal schnaggeln. Oh, yeah. Geil. So, Senpai. Nochmal altern. Ein Mädchen. Oh, wir nennen sie Ayane 2. Ayano. Wir nennen sie Ayano die Zweite. So. Die Zweite. Geil. Okay. Auswählen. Yes, Mann. Ich habe den Heiratsantrag genommen. Ja, ich nehme an. Oh mein Gott, das läuft ja alles perfekt. Die Luft ist raus. Risa, deine Freundin, ruft mitten in der Nacht an und sagt, dass sie mit einem platten Reifen am Straßenrand steht. Ihr helfen beim Reifen zu wechseln. Ich bin eine gute Freundin, weil ich bin auch gerade glücklich. So, ich muss mich mal um meinen Partner kümmern. So, ein bisschen Snooze nur, damit er bei mir bleibt. Dann lass mal gucken, was gibt's denn noch bei Beziehungen? Wo ist mein Kind eigentlich? Ah, hier. Ja gut, da geht's gut. Let's go, Mann. Das läuft ja wie am Schnürchen. Impfen lassen, let's go! Autoshopping. Ja, komm, wir kaufen ihm ein Auto. Ich möchte, dass mein Partner glücklich ist. Er kriegt das geilste Auto überhaupt. So, hier, du kriegst den hier. Ja. Let's go, Vollgas. Da muss er jetzt richtig happy sein. Scheidentrockenheit. Deine Mutter leidet hier an Scheidentrockenheit. Warum? Warum? Mutti, du musst mal wieder mehr krachen lassen, Mann. Gemeinsame Zeit. Ja, natürlich verbringe ich gemeinsame Zeit mit meiner Tochter. Aber natürlich. Makeover. Du willst eine große Veränderung. Farbige Kontaktlinsen. Nackentattoo. Augenbrauenpiercing. Meine Augenbrauen abrasieren. Ich will einfach nur farbige Kontaktlinsen, Mann. Oh, wer ist denn gestorben? Mein Neffe? Oh, warum? Er ist an Komplikationen zusammen mit einer Krankheit Scharlach gestorben. Oh mein Gott. Oh, meine armen Geschwister. Die haben jetzt auch schon Kinder, ne? Warum ist mein Verlobter schon grau? 46, wie alt bin ich denn? Ach, oh, ich bin 40. Okay, er ist 6 Jahre älter. Erbrechen von Blut. Du dachtest, du hättest dir nur den Magen verdorben, aber nachdem du in die Toilette gekotzt hast, entdeckst du Blut im Erbrochenen. Du hast auch an Verdauungsstörungen gelitten. Was machst du? Besorgnis. Voll zum Arzt gehen. Holy shit. Auf jeden Fall zu Takenaka. Diagnose Magengeschwüre behandeln lassen. Oh mein Gott, ich bin wieder geheilt. Holy shit, ey. Abschleppen. Nee, nein, als Verlobte bin ich immer treu. Ich war in der 50. Sorry, no. Bleib meinem Partner treu und daraufhin gleich einmal eine Runde Snusnu. Oh yeah. Mit der auch ja treu bleibt, bei Twitter anmelden. Let's go. Ich habe ja das perfekte Leben, ne? Verlobter. Dein Verlobter Senpai verlangt von dir, dass ihr heiratet. Ihm sagen, dass es zu früh ist, die Verloben absagen, die Hochzeitsplätze anbieten, stattdessen durchzubrennen. Hä? Ja, warum heiraten wir nicht? Die Hochzeit planen, let's go! Ja, wir machen eine ganz fette Hochzeit. Und zwar auf einem Weingut. In der verbotenen Stadt China. In Wien, Österreich, let's go! Yes. Plan ausgewählt. Kostet 15.000, okay.
Du fragst dich, ob es klug wäre, deinen Verlobten Senpai 2 einen Ehevertrag unterschreiben zu lassen, bevor du ihn heiratest. Was machst du? Ich ihm einen Ehevertrag unterzeichnen lassen? Ein Ehevertrag ist nicht nötig. Sein Nettovermögen, mein Nettovermögen. Es geht sich eigentlich komplett gleich aus. Und selbst wenn, bringe ich ihn einfach um. Wenn er mich betrügt oder verlässt, dann habe ich das Geld eh wieder. So. Yes, wir sind verheiratet, Mann. Du bist jetzt verheiratet, überlegst, deinen Nachnamen zu ändern. Ich will Frau Aichi behalten. Wahre Liebe. Dein Ehemann hat entschieden, seinen Namen Senpai Paris 2 zu halten. Stiefsohn. Was? Du bist jetzt die Stiefmutter der Kinder von... Was? Der hat Kinder mitgebracht? Von einer anderen Frau? Stiefenkel? Noboru? Stiefsohn? Du teilst dein Vermögen jetzt mit Ehemann 2. Andere Kinder? Er hatte vor mir noch eine andere Frau? Das kann ich so nicht durchgehen lassen. Wir müssen die Kinder loswerden. Stief... Kinder also, hä? Hä? Stiefsohn also, hä? Mhm. Okay, was würde passieren, wenn der auf einmal verschwinden würde? Oh nein, der Berufskiller Shoa Khan stellte sich als Undercover-Polizist heraus. Mit ihm kooperieren, abhauen. Ich will abhauen. Das ist nicht gut, du wurdest von der Polizei... Nein, ich komme in den Knast! Tatverwurf, du wurdest wegen eines Verbrechens. Oh nein, wie peinlich! Folgende Straftat. Lebenslange Haft. Oh mein Gott, welche Anwaltskanzlei beauftragst du? Ich beauftrage auf jeden Fall Fuicha und Partners. Deal. Der Staatsanwalt hat dir einen Deal angeboten. Wenn du dich schuldig erkennst, bekommst du eine 48-jährige Gefängnisstrafe statt lebenslänglich. Oh, scheiße. Nicht schuldig bekennen. Scheiße, lebenslang. Oh mein Gott. Nein, ich muss raus. Ich muss raus. Oh mein Gott. Und mein Partner? Bin ich noch mit meinem Partner zusammen? Wahrscheinlich nicht, ne? Scheiße, ich habe alles kaputt gemacht. Banden, einer Gang beitreten. Ich will einfach nur Einspruch, Bestechung, Wärter bestechen. Versuchen sie ihn zu bestechen. Zahlen. Bist du sicher, dass du die Gefängniswärter bestochen hast? Ich habe eh lebenslänglich. Du hast die Gefängniswärter bestochen und deinen Schutz für die nächsten 3 Jahre sichergestellt. Okay, das bringt mir aber nichts. Ich will eigentlich abhauen. Boah, scheiße. Einen Aufstand anzetteln. Ja. So. Gefängnisaufstand. Rekrutiere möglichst viele Insassen, die bei dem Aufstand mitmachen. Lauf nicht gegen Wände, die Wachen oder die anderen Insassen. Wischen, um die Richtung zu ändern. Oh, das war dumm. Das war da wohl nichts. Scheidung. Dein Ehemann will die Scheidung. Er fürchtet, du könntest im Gefängnis homosexuell werden. Das ist der einzige Grund? Du Idiot, ich wollte dein Kind umbringen, ihn anflehen zu bleiben. Das ist peinlich. Du hast ihn angefleht zu bleiben. Er hat auf die Scheidung bestanden. Dein Nettovermögen. Boah, du bist nicht mehr länger die Stiefmutter des Kindes. Oh mein Gott, Mittelohrentzündung. Kann ich nicht vom Knast aus einen Auftragsmord gegen meinen Partner einlegen? Flucht. Ich muss flüchten und ihn umbringen. Anders geht's nicht mehr. Okay. Für jede der Aktionen führt der Wärter 2 Aktionen aus. Er bewegt sich nur auf dich zu und wird zuerst versuchen, horizontal zu gehen. Okay. Wenn er horizontal geht, dann wäre es ja eigentlich besser. Oh, man kann ja gar nicht entkommen, ne? Scheiße, jetzt hat er mich. Oh, fuck. Ja, ich bin entkommen. Geil, ich bin entkommen, Mann. Yes, ich bin raus. So, mein Mann hat sich also von mir scheiden lassen, hä? Hä? Dann werde ich ihn mir jetzt holen. So, wo ist er denn? Irgendeinen Verwahrlosten umbringen? Wo ist mein Ex? Da, Senpai Präferenz 2. Elefantenabführmittel geben? Von einer Klippe stoßen? Tod durch Stromschlag? Erwürgen? Totprügeln? Pfählen? Mach mal Tod durch Stromschlag. Let's go. Den Mord beginnen. Sagt es keiner Menschenseele. Du hast die Person Senpai 2 mit einem Toaster getötet, als er in der Badewanne lag. Er ist gestorben. Ja, Mann, mir wurde Handschild angelögt mit dem... Mich der Wiedername fast... Ach, kack, jetzt bin ich wieder Knast. Aber es ist egal. Es ist egal, Leute. Ich habe hier Senpai getötet. Ich werde nochmal fliehen. Ja. Okay, das wird jetzt aber schwerer, weil ich schon 2-mal im Knast war. Oh, scheiße. Oh, das war dumm. Ah, scheiße, das war dumm. Fast. K
Kacke, jetzt will ich nochmal 50. Ich versuch's nochmal abzuhauen. Let's go. Flucht. Ja. Okay. Das heißt, am besten gehe ich jetzt hier lang. Yes, ich bin entkommen. Haha. So, jetzt erstmal einfach nur irgendwie neuen Partner suchen. Ich bin arbeitslos. Ich werde erstmal älter. So, dass die Polizei mich aber auch nicht mehr findet, ne? Ist echt geil. Während der Mittagspause stellt sich ein Sneakerhead vor dich und fragt, ob du an Gott glaubst. Auf keinen Fall, lass mich in Ruhe. Beleidigung. Jutta, dein Stiefbruder, wurde von einem Millennial als Drecksbratze bezeichnet und du warst dabei. Ich verzeihe ihm. So, ich suche mir jetzt erstmal einen neuen Partner, Mann. Nee. Nochmal. Nee. Oh, Verrücktheit. Der ist ja genauso wie ich. Yes, Mann. Nach einem Date fragen. Geil. Den nennen wir direkt mal um. In Senpai 2. Senpai 3 schon. Hey, wir haben schon... Ist die aber auch alle nie... Ja, gut, den einen habe ich ja kaputt gemacht. Ne? Das war eigentlich voll die gute Beziehung. Die habe ich zerstört. Das muss ich schon ehrlich sagen. So, ich möchte auch wieder, dass du dich komplett bleichst von der Haut her. Dass du auch wieder meinen eigentlichen Typen ähnelst. Und ich möchte, dass du dann wieder... dunkle Haare hast, im Idealfall. So wie Senpai. Ich bin so eine scheiß Psychopathin, Mann. Okay. Lass mich gucken. Da, das will ich speichern. So. Senpai 3. Wunderbar. Wenn du doch so verrückt bist, Senpai, lass uns erstmal schnaggeln. Oh ja, der ist wirklich verrückt. Das macht sich hier bemerkbar. Was? Du wurdest in Handschellen angelegt, du wurdest verhaftet. Was machst du? Ich versuche abzuhauen. Scheiße! Nein, ich habe doch gerade wieder einen Partner, den ich wieder gefunden. Ich versuche es wieder zu fliehen, Mann. Okay, lass mal gucken. Oh, das wird nicht so einfach. Oh doch, das wird einfach. Ja, ich bin wieder abgehauen. Und mein Partner ist noch da, oder? Ja, den muss ich direkt mal schnaggeln. So, da läuft wieder alles gut. Geil. College-Gebühren, ja, die bezahle ich für mich. Stimmt, ich habe ja noch ein Kind, ganz vergessen. Ey, Mann! Verdammte Scheiße, man ist ja überhaupt nicht mehr lange. Ich versuche schon wieder zu fliehen. Ist mir wurscht. Waren checken. Oh, scheiße, das wird jetzt aber schwierig. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Scheiße. Das wird jetzt knapp. Ah, nee, wird's gar nicht. Aha! Ich entkomme die. Oh, was? Meine Nichte ist tot. Warum sterben die denn so früh? Komplikation Zusammenhang mit Scharlach. Warum haben die alle Scharlach? Meine Mutter ist gestorben. Ihre Beerdigung planen. Sie begraben. Okay. Wo ist mein Partner? Ich muss mit dem mal ein bisschen schnackeln. Ich bin so oft im Knast, der kommt darauf gar nicht klar. So, und dann muss ich mal mit ihm so ein bisschen Kompliment machen. Ich versuche ihn mal zu heiraten. Ne? So. Durchbrennen. Lass mal durchbrennen, ja. Das wird keiner herausfinden. Das Gute mit durchbrennen, weil dann findet uns keiner. Hoffentlich. Ich gebe ihm mein Geschenk. Und zwar Kopfhörer von Beats. Das hat ihm richtig gefallen. Oh ja, seinen Antrag annehmen. Ja, wir heiraten. Ich glaube, man muss wirklich durchbrennen, weil dann findet die Polizei ja nicht mehr. Glückswürfel. Ihr den Wunsch erfüllen. Komm. So. Geil. So, ich möchte jetzt heiraten. Und zwar ganz schnell. Hochzeit planen. So. Country Club, wir gehen weg von Japan. Wir gehen jetzt nach... Vielleicht bleibe ich lieber in Japan, wenn ich ausreise, kann es sein, dass die Polizei mich wiederfindet. Ja, let's go. Okay. Dem Ehevertrag zustimmen. Dein Verlobter möchte den Ehevertrag. Ja, komm, scheiß drauf. Yes! Okay, ich behalte Frau Aishi. Ich bin... Es gibt wieder Stiefkinder? Der Kinder Senpai 3. Boah, der hat einfach mal zwei Stiefkinder mitgebracht. Du teilst dein Vermögen jetzt. Oh, wir teilen es jetzt. Aber du hast wieder Stiefkinder. Hideo Stiefvater, dein Stiefvater von Alter von 43 gestorben, zur Beerdigung gehen. Hm, mir gefällt es aber nicht, dass er Stiefkinder mitgebracht hat, Leute. Das muss ich leider. Ich möchte keine Stiefkinder haben. Stiefschwester, Nichte. Ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt mitgebracht hat. Lass mal gucken. Beziehungen, was ist denn hier alles so drin? Tochter, Stiefsohn. Hier. Beziehung. Zur Adoption freigeben. Boah, ich gebe ihn mal zur Adoption frei. Du hast Hideo, dein Stiefsohn, zur Adoption freigegeben. Ehemann. Dein Ehemann streitet mit dir.
mich bei ihm entschuldigen. Boah, das hat ja unsere Beziehung richtig kaputt gemacht. Oh mein Gott. Das hat unsere Beziehung richtig kaputt gemacht. Scheiße, ich gebe ihm mein Geschenk. Das regelt alles. Hier, Armbanduhr von Fossil. Ja, schon läuft es wieder. Gelenkschmerzen zum Arzt gehen. Was ist jetzt schon wieder los, Mann? So, ich habe Gicht. Ach du Scheiße, ich bin geheilt. Komm, ich mache wieder Snusso mit meinem Mann. Dann läuft das doch wieder. Schau mal. Ein Kompliment machen. Yes, dann wollen wir auch noch mal mit ihm sprechen. Ja, wir lieben uns. Bratene Hähnchenmägen. Ih, nein. So, ich werde jetzt noch mal versuchen, das eine Kind. Die Kinder müssen weg. Das ist nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich möchte nicht, ich möchte seine komplette Vergangenheit auslöschen. Er darf keine andere von mir gehabt haben. So, wo sind denn meine Kinder? Stief, Nichte, Nichte, Schwester, Nichte, Stief, Stief, Freundin, Schwester, Tochter, Nichte, Schwester, Ehefrau der Ex-Beziehung. Oh, Hannah. Die Ehefrau, also. Aha. Die neue von meinem Senpai damals. Töten. Ja. Ich hätte es wissen müssen. Dein Berufskiller Billy the Kid ist mit meinem Geld abgehauen. Das ist nicht schlimm. Ich habe genug Geld. Das probieren wir doch gleich nochmal. Kann er es wagen, nach mir nochmal eine zu haben? Wo ist die Ex-Beziehung? Ja, los geht's. Ach, verdammt, ich hab's nicht geschafft. Ich hab Depressionen. Egal, nochmal. Mann, so viel dumme... Die sind voll schlecht, die Auftragskiller. Ex-Beziehung. Der Berufskiller Deadpool hat die Person Hannah Ehefrau für dich abgemurkt. Springmesser. Was? Dein Ehemann will die Scheidung. Er sagt, dass ihm das Herz bricht, dass du unter Depressionen leidest und dass er damit einfach nicht mehr klarkommt. Du Schwein! Ihn anflehen zu bleiben. Er hat auf die Scheidung bestanden. Scheidung. Okay, da haben wir direkt das nächste Opfer, das sterben muss. Berufskiller, wo ist mein Ex-Mann? Da, Senpai 3. Töte ihn. Dein Berufskiller stellte sich als Undercover-Polizist heraus. Nein! Egal, ich komme sowieso raus. Wie viele Senpais muss ich noch umbringen? Okay, lass mal gucken. Yes, ich bin schon wieder draußen. Ich werde dich umbringen. Du Schwein. So, wo ist er denn? Da. Der Ex. Den Ex? Wo ist denn mein Ehemann? Ex-Ehemann will ich. Wo ist denn Senpai 3? Da, Senpai, Ex. Du kannst keinen Berufskiller finden. Scheiße. Schüttelfrost. Ist mir egal, ich will, dass er jetzt stirbt. Bevor ich sterbe. So. Berufskiller! Ab zum Ex. Töten. Berufskiller Jango Fett hat die Person Semper abgemurkst. Molotov-Cocktail. Sehr schön. Dein Berufskiller Jango Fett droht jetzt, dich zu töten mit einem Molotov-Cocktail, wenn du ihm keine weiteren 12.000 Euro zahlst. Ihm sagen, dass ein Deal ist. Ihm die zusätzlichen 12.000 Dollar zahlen soll. Das ist mir doch wurscht. So, geil. Jetzt guck mal, wie glücklich ich wieder aussehe. So. Es mit einem Lachen abtun, entschuldigen und den Mantel zurückgeben. Fertig. So. Primat, beim Sitzen in einem Café begegnet dir ein Tier. Totenkopf-Echfieren, was machst du? Oh Gott, ich hau lieber ab, weil wenn der mich beißt, ins Tierheim zurückbringen. So. Peru. In einem Kaufhauskopf kommt beim Rausbringen des Mülls auf dich zu und bestätigt dir 20.000 Dollar, um einen Koffer nach Peru zu bringen. Bestimmt nicht. So ein Schwachsinn. Okay, wie alt bin ich? 64, da geht doch noch mal die Liebe, oder? Können wir jetzt bitte mal einen behalten? Bitte? Bitte? Da. Oh, Date fragen, let's go. So. Hier muss ich jetzt auch nochmal Senpai Nummer 4, ne? Oh mein Gott, ey, wie viele Senpais haben wir denn? Aber hey, wir machen uns echt gut, Leute. So, Senpai. Der vierte. So, Senpai der vierte. Langsam wirst ganz schön faltig, du. Mein Freund.
So, wir machen mal die Haare. Da wollen wir... Ja, komm, wir nehmen es so. Die Brille muss auch mal ein bisschen anders sein. So, speichern. Speichern. So, ich bin halt auch schon... Wie alt ist der eigentlich? 57 und ich? 65. Entdeckung. Du warst Fahrradfahren und als du nach Hause kommst, entdeckst du, dass dein Freund Senpai 3000 Euro in bar aus deinem Bankkonto genommen hat. Die bitten, das nie wieder zu machen. Er hat dich als Pfennigfuchser bezeichnet, du Schwein. Ey, wir haben voll gut, es geschieht uns recht nach den ganzen Morden. So. Ich muss mal mit dem schnaggeln, sonst ist der auch wieder als nächstes weg. Was, dein Senpai? Will nicht mit dir Liebe machen. Und jetzt? Warum? Bin ich dir zu alt? Okay. Tod. Zur Beerdigung gehen. Er will mich heiraten. Ja, natürlich. Ist bestimmt voll der Betrüger, ne? Bei Burger King hat mir einen Antrag gemacht. Anhänger aus Gold. Senpai, dein Verlobter hat dich mit diesem Schmuck überrascht. Dankbar annehmen. Yes, bestimmt ist es Betrug und Diebstahl. Ausscheidungsprobleme. Zum Arzt gehen. Darmpolypen. Ach du Scheiße. Wieder geheilt. Veranstaltung für ältere Menschen. Wir spielen Bingo. Mann, ich bin schon voll alt. Senpai, dein Verlobter nervt dich damit, dass du endlich ein Haus kaufen sollst. Vor allem ich, ne? Ich habe auch nicht mehr so viel Geld. So, Immobilien, lass mal gucken. Boah, wir können uns halt auch gar nichts leisten, ne? Wir nehmen jetzt das hier Doppelhaus. Let's go. Mit einer Hypothek. Oh Gott. Du warst beim Basketballspielen. Da hab ich schon wieder beklaut. Das Geld zurückverlangen. Holy shit, was ist denn das für ein Arschloch? Der beklaut mich die ganze Zeit. Oh yeah. Boah, haben wir schlechten Sex gehabt. Autoshipping, er möchte sich ein Auto kaufen. Mann, das ist voll der Abzocker. Aber das geschieht mir einfach nur recht. Hier, du kriegst einen Truck. Ja. So. Verkehrsraudi, versuch sie zu ignorieren. Eine wütende Geste machen sie von der Straße. Ich versuch sie zu ignorieren. Forderung, dein Verlobter verlangt, dass sie heiratet. Ja, komm, dann planen wir halt die Hochzeit. In Dubai, Mann. Okay, let's go. Ehevertrag. Ich verzwinge ihm meinen Ehevertrag. Er hat abgelehnt. Dein Verlobter Senpai streitet mit dir, weil du wolltest, dass er einen Ehevertrag unterschreibt. Von ihm entschuldigen. Ja, hallo, wir sind halt einfach mal realistisch. Dein Verlobter Senpai will mit dir Schluss machen, ihn anflehen zu bleiben. Er hat dich trotzdem verlassen. Boah, so ein. Sorry, so ein. Das ist voll klar, was der einfach die ganze Zeit nur von mir wollte, dieses Schwein. Der hat mich ja nur ausgenommen, dieser Sack, ey. Unfassbar, ey. So ein Schwein einfach nur, ne. Boah, den töte ich jetzt. So, jetzt reicht's mir. Berufskiller. Aber sowas von... Also der muss einfach jetzt weg. Ja. Der Berufskiller abgemoxt ist ein... Mit Stiletto hat er ihn umgebracht. Sehr gut. So, immer jung. Justin Bieber. Oh, Doja Cat hätte ich anhören sollen. Kacke. Ein Alligator. Wenn du einen Spaziergang machst, begegnet dir ein Alligator. Um mein Leben rennen. Jetzt bin ich tot. Tödlich. Ayano Aishi ist 79 Jahre alt geworden. Wir haben ein Vermögen von 400.000 Dollar. Wir kommen aus Japan. Wir waren in der Uni, haben 2 Kinder, 4 Liebhaber, 5 Morde. Ach stimmt, wir haben auch die Ehefrau umgebracht. Waren nur 2 Jahre im Gefängnis. Ayano Aishi starb im Alter von 79. Ihre Beerdigung wurde besucht von Tochter Ayano die Zweite und ihren 3 Schwestern. Ihren 3 Schwestern? Ayano hat unermüdlich gearbeitet und einen Universitätsabschluss in der Fachrichtung Strafjustiz bekommen. Ayano war nie an einem Vollzeitjob interessiert. Freunde sagen, dass sie wahrscheinlich einige dunkle Geheimnisse hatte. Ja, hatte ich. Hatte ich. Ich würde sagen, wir haben diese Challenge echt gut gemeistert, Leute. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Ich bin mega happy, sind 80 geworden. Haben alle Männer, die uns enttäuscht haben, abgemurkst. Finde ich richtig gut. Also, jetzt nur im Spiel. Also, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall dem Yandere-Simulator treu geblieben. Geil! Hat mir richtig Spaß gemacht. Wenn ihr weitere coole Challenges kennt und mir zum Beispiel mal wollt, dass wir komplett in die... Wir können zum Beispiel auch YouTuber werden. Wir können zum Beispiel zu allem mal Ja sagen. Wir können noch viele, viele andere Dinge machen. Man kann zum Beispiel auch komplett ins Filmchen-Milieu, falls ihr das mal sehen wollt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich sage danke, lasst ein Abo da und jetzt raus!